Millie Bobby Brown und Jake Bon Jovi legten bei den BAFTA Awards nicht nur einen glamourösen Auftritt hin, sondern zeigten sich bei ihrem Debüt auf dem roten Teppich auch äußerst verliebt. Millie Bobby Brown, 18, machte ihre Beziehung zu Jake Bon Jovi, 19, im November vergangenen Jahres via Instagram offiziell. Jetzt zeigt sich die Stranger Things Darstellerin zum ersten Mal mit dem Sohn von John Bon Jovi, 60. Bei einem Event, am Sonntag 13. März 2022 besuchte das junge Paar die BAFTA Awards in London und wurde zum Hingucker des Abends. Millie Bobby Brown, verliebter Auftritt mit Jake Bon Jovi. Mit ihrem eleganten Auftritt bei den British Academy Film Awards zogen Millie Bobby Brown und Jake Bon Jovi alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin trug ein kurzes Samtkleid mit schwarzen Spitzendetails, das sie mit passenden Handschuhen und Silberschmuck kombinierte. Der Musiker Sprössling wählte einen schlichten schwarzen Anzug, dessen Revers er mit einer Anstecknadel der ukrainischen Flagge verzierte, um seine Solidarität für das Land zu demonstrieren. Doch nicht nur ihre elegante Garderobe machte die beiden zu einem Highlight des Abends, als sie gemeinsam über den roten Teppich schritten und für die Fotografinnen posierten, tauschten sie immer wieder verliebte Blicke aus und lächelten einander an. Keine Frage, Millie und Jake hat es schwer erwischt, das ist nicht zu übersehen. Sie sollen bereits seit Sommer 2021 ein Paar sein. Im Juni vergangenen Jahres wurden Millie Bobby Brown und Jake Bon Jovi bei einem Spaziergang durch die Straßen von New York zum ersten Mal zusammengesichtet. Später wurden sie Händchen haltend erwischt. Doch erst mehrere Monate danach machte die Schauspielerin ihre Beziehung mit einem ersten Pärchenfoto publik. Seitdem posten beide regelmäßig verliebte Schnappschüsse auf ihren Instagram-Kanälen. Den ersten Red Carpet-Auftritt hat das junge Paar nun auch gemeistert, und zwar mit Bravour.